Nein. Ja. So, das Schöne ist, dass wir den für 5 Euro anbieten. Ich finde den ganz hervorragend. Der hat 2 verschiedene Aufsätze, einen groben, einen feinen. Das ist ein Hornhautentferner. Und ich glaube, gerade jetzt im Sommer, wo eben so viele Menschen mit Schlappen oder mit Sandalen oder was durch die Gegend laufen. Glaube ich. Bitte? Ich war eigentlich bei der Pediküre. Du warst schon bei der Fußpflege? Natürlich, ich fliege doch in Urlaub. Sieht man das nicht? Ja, doch, doch, doch. Schöne Füße. Schöne Füße. Aber das also ich habe sowas mal in einem Drogeriegeschäft gesehen, ja, in so einem Plastikblister als Sonderangebot. Hornhautentferner elektrisch, 19,99 Euro. Das war aber schon sehr günstig. Das habe ich als günstig empfunden, ja. Aber jetzt haben wir es für 5 Euro. Ja, natürlich. Ja, und jetzt machen wir hier mal ein bisschen welchen? Fußpflege. Pediküre. Wunderbar. Ich weiß nicht, an welchem du mehr Hornhaut hast. Es geht übrigens auch an den Händen für die Herren der Schöpfung. Wenn man da mal so raue Hände hat und die Frau sich beschwert, einfach mal ein bisschen die Hornhaut hier wegmachen. Schmerzfrei, ungefährlich. Toll. So, Achtung. Was klebt denn da drunter? Alles gut. So ein Stück Garten. Angenehm? So angenehm. Ein Stück Garten vom letzten Wochenende. Das Schöne ist, Sie können sich mit diesem Hornhautentferner schlicht und ergreifend nicht verletzen. Das heißt, wenn Sie zu fest drücken, das ist ja, wenn man so möchte, nichts anderes als ein rotierendes Schleifpad. Wenn Sie aber zu fest drücken, dann hört der Motor automatisch auf. Alles okay bei euch? Ja, ja. Hat noch jemand Hornhaut? Also hier würde ich bei diesem Preis würde ich eigentlich sagen,